Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video ausgiebig mit dem letzten Punkt von Klassenvererbung beschäftigt, eben abstrakten Klassen und abstrakten Members. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das ist nämlich die Klasse Object, die wir schon öfters gesehen haben. Ich nehme mal diesen Code hier wieder weg, den wir erstellt haben im letzten Video. Und was jetzt interessant ist, ist, dass ich einfach mal eine neue Klasse schreibe, die soll nichts Besonderes machen, aber heißt eben A. Und was jetzt interessant ist, man kann das hier machen. Wir sehen hier, dass wir eine neue Instanz von A bauen. Und wir weisen diese Speicheradresse des neuen Objekts aber einer Referenz von Object zu. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil wir nämlich immer gesagt haben, diese ist eine Beziehung, die wir eben sonst ausgenutzt haben, um eben Subklassen über Referenzen ihrer Basisklassen anzusprechen. Die funktioniert bloß, wenn wir eben irgendwie von einer anderen Klasse ableiten, logischerweise. Und das tun wir in diesem Fall. Wir leiten nämlich immer implizit von Object ab, wenn wir nichts anderes angeben. Ich mache das bei dieser Klasse B jetzt mal explizit, damit man das hier sieht. Wir leiten jetzt hier B explizit von Object ab. Das ist das, was automatisch passiert, wenn wir diesen Syntax verwenden. Also wir haben sämtliche Klassen, die wir bis jetzt geschrieben haben, immer implizit von Object abgeleitet, wenn wir nicht eine andere Klasse letztendlich hier verwendet haben, von der wir ableiten möchten. Und dann geht das natürlich auch mit, wenn wir unser Objekt 2 bauen, dass wir hier B verwenden. Wir sehen hier, wir können letztendlich, da ja, wenn wir nicht explizit irgendwas angeben, sowieso automatisch von Object abgeleitet wird, sämtliche Objekte vom Typ oder als Typ Object interpretieren. Das geht. Und das geht sogar mit Wertetypen. Die haben wir uns jetzt noch nicht explizit angeschaut. Hinter einem Wertetyp steckt nicht eine Klasse, sondern eine sogenannte Struktur. Aber wir können jetzt auch sagen, dass wir beispielsweise hier diesen Integerwert 3 als Objekt interpretieren. So, und wenn diese Klasse Object anscheinend so eine zentrale Position einnimmt, dann ist es natürlich auch mal interessant zu erfahren, wie man hier auf oder welche Members auf dieser Klasse eigentlich definiert sind. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier eben einen Konstruktor, der public ist und keine Parameter entgegennimmt. Und hier haben wir verschiedene Methoden, die eben auf Object bereitgestellt werden. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen der Reihe nach an. Wir haben hier die toString-Methode. Und wir sehen, die ist eine Instanzmethode. Das heißt, wir können eben direkt auf Objekten diese toString-Methode auslösen. Beispielsweise, wenn ich hier Objekt2.toString schreibe, könnte ich das Ganze auch auf die Konsole bringen. Ja, was macht dieses toString? toString gibt eben eine String-Repräsentation, dieser Rückgabewert hier, von einem Objekt zurück. Das heißt, beispielsweise, wenn wir einen Mitarbeiter haben, könnten wir, da diese Methode ja virtuell ist, toString überschreiben und sagen, wir geben jetzt den Namen des Mitarbeiters zurück und sein Mitarbeiterverhältnis, wie wir das gemacht haben. Und immer, wenn wir eben dieses toString aufrufen, dann wird eben diese String-Repräsentation zurückgegeben. Und was interessant ist, wir können das ja beim Mitarbeiter mal machen. So.
schieben wir mal in eine eigene Datei. Wir können hier mal toString überschreiben. Und wir sehen hier, dass eben standardmäßig die Basisimplementierung aufgerufen wird. Und in dieser Basisimplementierung wird einfach der Klassenname zurückgegeben. Also man holt sich dann über einen Mechanismus, der Reflection heißt, dynamisch zur Laufzeit in der Implementierung von Object, also in dieser Methode, die im .NET Framework implementiert ist, eben den Typ, von dem dieses Objekt überhaupt ist. Und überprüft dann den Klassennamen und gibt den zurück. Aber das können wir hier eben überschreiben und wir könnten sagen, dass wir hier eben den Namen zurückgeben, gefolgt von einem Komma und einem Leerzeichen und eben dem aktuellen Gehalt. Und wenn wir uns dann hier einen Mitarbeiter erstellen, dem ein paar Daten mitgeben, dann können wir eben hier auf der Konsole diesen Mitarbeiter ausgeben, wenn wir einfach das String aufrufen. Und wir sehen dann eben, dass auf der Konsole dieser String hier ausgegeben wird. So, ich wollte eigentlich das Mitarbeiterverhältnis natürlich eigentlich ausgeben, aber habe das aktuelle Gehalt genommen. Was ja auch keinen Unterschied macht. So, der interessante Punkt ist, wenn wir Objekte auf der Konsole ausgeben, dann wird automatisch auf ihnen toString ausgegeben, weil die Konsole natürlich irgendwas ausgeben muss, was ein String ist. Also dieser Code, wenn ich hier diesen Aufruf wegnehme, ist komplett identisch mit dem, was wir gerade gemacht haben. Wenn WriteLine eben kein String bekommt direkt, dann versucht er auf dem entsprechenden Objekt, und alles ist ja ein Objekt, wie wir gerade festgestellt haben, eben automatisch zu String aufzurufen. Okay, kommen wir zu den nächsten Funktionen. Das ist die sogenannte Equals-Methode. Hier gibt es einmal eine statische Variante, die wird eigentlich fast nicht eingesetzt. Die ruft meines Erachtens auch bloß intern diese beiden oder die auf Objekt A Equals auf, wenn das funktioniert. Mit dieser Equals-Methode stellt man fest, ob zwei Objekte gleich sind. Und die Standardimplementierung für diese Equals-Methode ist eben, dass überprüft wird, ob die jetzige Instanz, das ist ja eine Instanzmethode, identisch mit der Speicher- oder die Speicheradresse der jetzigen Instanz identisch ist mit der hier übergebenen. Also dass letztendlich diese beiden Referenzen, dieser Parameter und this auf dieselben Speicherbereich gucken. Dann, wenn man eben auf denselben Speicherbereich guckt, ist es logischerweise dasselbe Objekt und deswegen würde dann hier true zurückkommen, ansonsten false. Man kann aber diese Funktionalität dann genauso überschreiben und das macht man häufig für sogenannte Value Objects. Value Objects definieren sich über sozusagen ihre Werte, die sie haben. Also wenn wir sagen würden, wir hätten eine Farbe, die entspricht einem gewissen Rot. Wir haben ein zweites Objekt, das auch einem gewissen Rot entspricht und wir möchten diese vergleichen, dann ist das eben dieses Value-Object definiert sich über einen gewissen RGB-Ton und egal, ob wir jetzt ein Objekt haben oder zwei Objekte, sobald sie dasselbe Rot repräsentieren, meinen wir, dass beide
identisch sind sozusagen. Und genau zu diesen Zwecken für Value Objects überschreibt man eben diese Equals-Methode. Das schauen wir uns aber auch nochmal später genauer an. Zu Equals gehört GetHashCode. Was macht GetHashCode? Die gibt eben einen sogenannten Hashcode. Ein Hashcode ist in diesem Fall nichts anderes als eine 32-Bit-Integerzahl von einem Objekt zurück. Und wenn wir das uns anschauen, dann, also es ist im Prinzip so, dass der Hashcode genau nach dem gleichen Schema berechnet werden soll, wie der Vergleich bei Equals stattfindet zwischen zwei Objekten. Also wenn wir beim Beispiel Value Objects bleiben, hier vergleichen wir ja alle Feldwerte, die ein Objekt hat, miteinander, um die Gleichheit von zwei Objekten festzustellen. Und hier in GetHashCode müssen wir eben aus allen Feldwerten einen sogenannten Hashcode berechnen. Diese Standardimplementierung, die auf Object vorliegt, die nutzt eben ebenfalls die Speicheradresse und erzeugt aus der Speicheradresse, an dem das entsprechende Objekt liegt, eben einen Hashcode. Warum wird das verwendet? Mit der Begründung, dass eben ein Equals-Vergleich sehr lange dauern kann und Hashcode soll sehr schnell durchlaufen, damit man eben Objekte schnell mal miteinander vergleichen kann und feststellen kann, könnten die gleich sein. Und das passiert eben so. Wenn wir zwei Objekte haben und wir holen jeweils ihre Hashcodes, dann sind sie auf jeden Fall nicht gleich, wenn die Hashcodes unterschiedlich sind. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wenn Hashcodes dieser beiden Objekte gleich sind, dann könnten sie gleich sein. Also nur in diesem Fall muss ich wirklich die Equals-Methode nochmals aufrufen, um festzustellen, ob diese Objekte wirklich gleich sind. Warum können die nur gleich sein und sind nicht unbedingt gleich? Naja, letztendlich brechen wir alle Informationen, die zur Identität eines Objekts gehören, hier auf einen Int herunter. Weil wir hier letztendlich Informationen verdichten, verlieren wir auch ein paar Informationen, die zur eindeutigen Identität eines Objekts gehören. Und es kann zu Kollisionen kommen. Das heißt, wenn wir beim Beispiel Farbe bleiben, ich habe einen gewissen Türkiston und der erzeugt zufälligerweise eben genau den gleichen Hashcode wie ein anderer Rotton, weil wir eine Informationsverdichtung haben. Wir rechnen ja die Rottöne oder die Farbtöne auf einen 32-Bit-Integer runter. Und letztendlich sind diese beiden Sachen aber nicht gleich. Deswegen geht man auch standardmäßig so vor, wenn Hashcodes von zwei Objekten unterschiedlich sind, ist es sicher, dass sie auch tatsächlich nicht übereinstimmen. Sind sie aber gleich, muss ich nochmal mit Equals überprüfen, ob sie zusammengehören oder nicht. Wir sehen hier, dass beide Sachen eben virtual sind, also wir können sie genauso wie toString überschreiben und somit eben eine eigene Logik implementieren, wie der Vergleich zwischen zwei Objekten aussehen soll. Und ich rate Ihnen auch, wenn Sie Equals überschreiben, müssen Sie GetHashCode überschreiben, weil sonst eben diese Mechanismen, die ineinander greifen, nicht konsistent arbeiten. Ja, dann gehen wir weiter. Zu Equals passt natürlich auch noch irgendwie Reference Equals. Das ist eine statische Methode, wie wir sehen. Und mit der können wir eben vergleichen, ob Objekt A an derselben Speicherstelle liegt wie Objekt B. Deswegen ist die Referenz gleich, Reference Equals. Mehr macht diese Methode auch nicht. Im Prinzip macht auch der ist gleich Operator genau dasselbe auf Referenztypen. Das müssen wir aber teilweise, wenn wir sogenannte Operatorenüberladung durchführen, eben umgehen, weil wenn wir gerade den ist gleich Operator für eine bestimmte Klasse überladen, dann würden wir in einem rekursiven Aufruf enden. Und genau für diese Zwecke ist eben die Reference Equals Methode dann der Ausweg, die wir dann einfach aufrufen, um Referenzen zu überprüfen. Okay, GetType ist eine Methode, mit der man sich die
Metadaten zu einem bestimmten Typ holt. Und dieses Type-Objekt beschreibt letztendlich, kann man auch mal kurz drauf schauen, hat eine sehr große API. Und über dieses Type-Objekt kann man eben auf einen Mechanismus einsetzen, der eben Reflection heißt. Das heißt, wir können zur Laufzeit die Eigenschaften, Methoden, Events einer Klasse auslesen. Also beispielsweise kriegt man hier mit der GetFields-Methode eben Informationen zu den Feldern, die ein Typ aufweist. Und wir können dann eben dynamisch zur Laufzeit auslesen, welche Felder ein bestimmter Typ hat, welche Methoden ein bestimmter Typ hat. Und wir können das eben nicht bloß auslesen, sondern auch dynamisch aufrufen. Das ist eben der Mechanismus der Reflection. Den schauen wir uns aber auch nochmal in einem späteren Video genauer an. Ja, das letzte, was noch übrig bleibt, ist MemberWise Clone. Wenn wir MemberWise Clone aufrufen in einer Subklasse, wir sehen hier, das ist protected, das heißt, wir können es nicht von außen aufrufen als Nutzer eines Objekts, dann wird eben eine sogenannte flache Kopie eines Objekts erstellt. Was heißt das? Wir kriegen eine neue Instanz vom selben Objekt und sämtliche Feldwerte sind kopiert. Warum heißt das Ganze flach? Wenn wir eben andere Objekte in unseren Feldern referenzieren, dann wird letztendlich bloß diese Speicherstelle eben mit übertragen. Also am besten ist das, wenn man sich das mal in einer bildlichen Darstellung vorstellt. Wenn das unser Ursprungsobjekt ist, von dem eben ein Klon erzeugt werden soll. Schreiben wir nochmal diese Clone-Methode. Hier machen wir mal den MemberWise-Clone, der hier aufgerufen werden soll. Und dieses Ursprungsobjekt hat eben ein anderes Objekt referenziert. Einfach über ein Feld, das eben ein Referenztyp ist, beispielsweise. Das hat hier so diese Referenz gehabt. Dann werden eben letztendlich bloß die Speicheradresse hier zum neuen Objekt mit rüber kopiert und er zeigt genauso auf das alte Objekt wie das Ursprungsobjekt. Das ist eben das geklonte Objekt. Und was man eigentlich meistens haben will, anstatt einer sogenannten flachen Kopie, ist eben eine sogenannte Deep Copy, also eine tiefe Kopie, dass eben auch dieses andere Objekt dann geklont wird und das geklonte Objekt auf diese neue Instanz schaut. Das ist quasi der Unterschied zwischen MemberWise Clone und einer Deep Copy. Aber wenn man es genau nimmt, also im Programmieralltag, setzt man diese Funktion sehr, sehr, sehr selten ein. Okay, das sind die Mitglieder von Object und das sind auch genau diese Mitglieder, die wir sonst immer hier gesehen haben, wenn wir bei IntelliSense versucht haben, bestimmte Sachen aufzurufen. Wenn ich hier nochmal hinzoome, dann sieht man hier eben diese Equals, GetHashCode und GetType-Methode und die ToString natürlich, die wir jetzt in diesem Fall überschrieben haben beim Mitarbeiter. Aber das sind letztendlich, ist die API von Object, die wir hier zusätzlich noch sehen zu unseren eigentlichen Methoden, die wir implementiert haben in der jeweiligen Klasse. Ja, dann kommen wir zum Schluss von diesem Video. Was ist wichtig? Alles ist Object. Egal ob Klasse, die von nichts ableitet oder Klasse, die von was anderem ableitet, wir können letztendlich alles in C# als Object interpretieren. Sogar Wertetypen wie Integer, Doubles, Booleans und so weiter. Wir können das zuweisen.
Object hat eben eine gewisse API. Die wichtigsten davon sind eben toString. Hier kommt hier kommt eben eine Repräsentation des Objekts als String zurück. Und das wird dann auch, wenn wir nochmal durch unser Programm durchdebuggen und hier den Mitarbeiter erstellt haben, dann sehen wir hier, dass diese toString-Methode auch im Debugger angewandt wird. Also wenn wir toString überschreiben, kriegen wir diese Repräsentation auch hier in dem Locals-Window zu Gesicht. Ja, und das nächste Wichtige auf Object ist eben Equals und GetHashCode. Damit legt man die Gleichheit von zwei Instanzen fest. Das ist insbesondere bei Value-Objects eben interessant, aber das schauen wir uns in einem späteren Video noch an. Auch wichtig ist GetType. Hier haben wir eben einen Einstieg in die Reflection. Über diesen Type können wir dynamisch zur Laufzeit eben Typinformationen auslesen und sogar die entsprechenden Mitglieder einer Klasse aufrufen. Und ja, die anderen beiden Methoden, MemberWiseClone und ReferenceEquals, setzt man eher selten ein, nur in bestimmten Situationen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!